Hab ich nichts gesagt gegen deine Mutter. Weißt du? So, dann schieß mal. Ja, ja. Das ging gerade noch. So. Ja, ja. Hey, cool, nicht getroffen. Aha, das war gut, das war gut, das war gut. Ja, getroffen, ist egal. Hä, was? Ja, ist doch gut. Ich muss doch irgendwas machen. Irgendwas muss ich machen, verdammt nochmal. Ja, super, danke. Ja, genau. Ich find's super. Toll. Danke. Ja, flieg noch weiter weg. Jetzt reicht's auch langsam. So. Stirb doch. Meine Fresse. Echt mal. Bäh. Bleibst du jetzt hier? Ha! Au. Ich bin eine der Außerwelten. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Okay, springen vielleicht. Och ja, genau. Boah. Oh, das kann sie auch. Das wusste ich nicht. Ja, noch was. Kannst mich mal. Ha! Ein bisschen noch durchhalten. Ein bisschen noch durchhalten. Ja, komm, einfach angerannt. Das gefiel mir ganz gut. Da muss ich nur eine Taste drücken. Au. Ja, ja. Ja, ja. Ach, Mann. Oh, nee, nicht noch. Nein. Das ist langweilig. Ich will das nicht nochmal machen. Das ist jetzt echt langweilig. Der erste Teil des Kampfes ist echt scheiße. Das macht keinen Spaß. Es ist mir halt so einfach zu schwer. Wirklich. Nee, es macht so keinen Spaß, echt. Wirklich nicht. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Ja, ja. Och ja, jetzt weißt du. Da stirb halt. Ja, ja, genau. Da, hier. Ja, das brenne ich auch. So. Echt mal. Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Wie schade. Ja, ich lass dich nicht leben. Oh, ja, weißt du. Ach, die Geschichte kam jetzt, genau. Nee, da muss ich, ich dachte, ich könnte im Flug vielleicht eins werfen. Das geht aber nicht. Ich muss schon so ausweichen. Mit so einem Sprint-Dingens. Ja, besser abwehren als nix.
Ja. So. Stirb! Okay, diesmal ging es ein bisschen besser. Auch wenn ich unnötig Lebenskraft verbraucht habe. Ah, das wieder. Okay. Ja, da kann ich nicht ausweichen. Ja, solange du nicht nah genug bist, ist das egal. Ja, ist schon gut. Ist gut. Ich tu dir doch nichts, kleines Fledermäuschen. Komm angerannt. Mann. Aha. Okay, ich habe jetzt halbwegs den Kniff raus für diesen Teil des Kampfes. Ja, dafür aber nicht. Dafür weiß ich noch nicht, was ich machen soll. Ja. Sehr gut. Mann! In deine Fresse! Warum, das schaffen wir jetzt? Was ist los? Nein! Oh, gut. Okay, das wieder. Das ist okay. Muss ich nur rennen. Okay, damit kommst du mir wieder zu nahe. Danke. Jetzt ist wieder gut. Ja. Da. Komm. Reiß sie raus. Reiter. Ja. Tu es. Reiß ihr bei lebendigem Leibe das Herz heraus. Ich will sie schreien hören. Ich Alter. Bin eine der Auserwählten. Ich kann dir jeden Wunsch gewähren. Ach ja. Kannst du das Gleichgewicht wiederherstellen? Hahaha. Stirb! Boah. Kein Wunder, dass Samuel dieses Ding haben will. Es strotzt vor Macht. Tja. Glaubst du wirklich, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Hm. Oh. Er macht's kaputt. Doch nicht. Herz ist ausgelesen. Samuel benötigt diesen Gegenstand voll mächtiger magischer Energie, um Zugang zum schwarzen Thron zu haben. Okay. Lebensstein. Okay. Maximale Gesundheit erhöht. Tschüss. Hier. Ja. Gucken wir uns das ein bisschen an. Spannend, ne? Guck mal. Bringen wir ihr Herz zu Samael und schauen, was er anzu... Ja. Tragisch. Wie willst du diesem Gefängnis aus Fels ohne Hilfe deines gefiederten Freundes entkommen? Ich werde einen Weg finden. Du hast dich sicherlich als einfallsreich erwiesen. Vielleicht kann ich dir einen schnelleren Weg bieten. Ach ja, was willst du dafür? Sprich Klartext, Dämon. Schlangenlöcher, uralte Pfade, die sich ihren Weg unter der Oberfläche dieser Totenwelt und darüber hinaus bahnen. Ich benutze sie, um herumzukommen. Und für eine Gebühr kannst du es auch. Was willst du, Vulgrim? Nur eine Kleinigkeit. Das der Auserwählten. Ach was. Ich habe seine Macht in dem Moment gespürt, in dem du aus diesem Turm gekommen bist.
Du kränkst mich, Reiter. Ich würde mich niemals zwischen dich und deinen Freund Samael stellen. Nein, ich möchte nur das Herz sehen. Ein Blick und unsere Abmachung gilt. Ich trau dem nicht. Ja, was? Samael wird erfreut sein. Ach ja. Die Schlangenlöcher stehen dir zur Verfügung, Reiter. Komme zu mir, wenn du sie benutzen möchtest. Okay. Schlangenlöcher, dieses uralte Netzwerk von Faden zieht sich durch die ganze Welt und darüber hinaus. Suche eine Vulkan-Position, um darauf Zugriff zu bekommen. Also kann ich zwar wahrscheinlich einfach zwischen den Positionen wechseln. Aber ehrlich gesagt... Du hast Tiamat besiegt, nicht wahr? Der Zerstörer wird gar nicht erfreut sein. Du brauchst Vulgrim mehr denn je, nicht wahr? Whatever. Lass mich einkaufen. Vulgrim hat etwas Neues für dich. Ach, was denn? Zeig mal her. Was ist hier neu? Das da. Multiklinge. Lässt die geworfene Kreuzlinge von Gegner zu Gegner abprallen. Aha. Ja. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Ja, hier Artefakte für dich. Oh. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Ja. Okay, erhöht die Anzahl der möglichen Multiklingenangriffe mit der Kreuzklinge. Aha, ich kann mir auch Zornkernbruchstücke selbst kaufen. Okay. Aber für Leben gilt das nicht, da kann ich sie mir nicht selbst kaufen. Ja, erhöht den Schaden, Dingens, ja. Und dann ist hier noch was Neues. Ja, das da auch noch. Bist du den weiten Weg gekommen, um meine Zeit zu vergeuden? Entreißen Feinden Zornseelen, okay. Was gibt's hier? Nichts Neues. Nö. Alles nicht so toll. Aber vielleicht gibt's hier noch was. Entzieht Zorn, wenn aktiv. Verbrennen Sie Kriegsfeinde in einer Barriere aus lodernem Feuer. Oh, Steinhaut fand ich letztes Mal so toll. Kriegsfleisch verhärtet sich und die Angriffe der Feinde verursachen weniger Schaden. Seine eigenen Angriffe werden jedoch wirkungsvoller. Also so ein Ultra-God-Mode irgendwas. Da. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. So, und dann können wir ja noch hier ein bisschen gucken. Lass uns vielleicht auch mal sowas kaufen. Ja. Das da einmal. Ah ne, da bin ich nicht. Ich kann das eintragen, aber besser das da als das da. Ja. Fang jetzt leichtes Singen an, mein Gott. So. Jetzt erstmal gucken. Was wir so alles haben. Da. Und das legen wir dahin. Und das da. Dahin. Ich würde sogar sagen, dass wir da die Plätze tauschen. Ist jetzt darauf gelegt, ja. Und dass wir auch da die Plätze tauschen. So. Schlangenlöcher, das sind unsere ganzen Fähigkeiten. Was wir alles schon so können. Ja, es ist schon gelegt, aber ernsthaft. Tauschen wir mal. Was gibt's hier? Waffenschmiede. Ja, haben wir das reingelegt. Das passt schon. Nein, so. So ist schon richtig. Und haben hier Artefakte, da haben wir, wie viele Artefakte wir insgesamt schon haben. Und da gibt es ja diese 6 Meister-Artefakte. Und ein ganz besonderes anscheinend. Und ganz viele Soldaten-Artefakte. Ja. Reicht auch. Aber ehrlich gesagt, einfach mal so. Speichern. Den älteren. Ja, doch, den Spielstand, den braucht keiner mehr. So. Ich will den einen bestehen lassen, falls die Aufnahme nicht geklappt hat. Ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl heute.